In diesem Video schauen wir uns an, wie man Doppelsummen berechnet. Solche Ausdrücke zum Beispiel. Eine Doppelsumme besteht aus zwei Summenzeichen mit verschiedenen Zählerindizes, die wir hier in einen Ausdruck einsetzen müssen. Eine Doppelsumme berechnet man, indem man zunächst die rechte Summe berechnet und die so entstandenen Summanden dann über die linke Summe addiert. Bevor wir diesen Term berechnen wollen, schauen wir uns zunächst mal nur diesen Zählermechanismus einer Doppelsumme an. Wir können es uns vorstellen wie bei einem Kilometerzähler. Die hintere Stelle zeigt den zweiten Index an und die vordere Stelle den ersten Index. Am Anfang steht unser Kilometerzähler auf den Startwerten unserer beiden Indizes. Dann wird der hintere Zähler jeweils in einen Schritten erhöht, bis wir oben angekommen sind. Als nächstes wird jetzt der vordere Zähler um 1 erhöht und der zweite beginnt wieder bei seinem Startwert, läuft hoch bis zum Endwert und so fort, bis wir mit beiden Zählern am Ende angekommen sind. Damit ist unsere Rechnung fertig. Nun wollen wir diese Werte mal in einen Term einsetzen. Es ist gut, wenn ihr euch schon mal mit einfachen Summen befasst habt, denn die gleichen Rechenregeln wie dort werden wir jetzt auch hier verwenden. Wir beginnen also mit i gleich 4 und j gleich 4, setzen es hier ein und bekommen unseren ersten Summanden. Als nächstes müssen wir j um 1 erhöhen. Das sehen wir hier. I ist auf 4 geblieben. Nun wird j wieder erhöht. Jetzt sind wir hier am Ende. Jetzt muss i um 1 erhöht werden und j beginnt wieder von 4 bis 6. I gleich 6 und j geht von 4 bis 6. So, damit sind wir im Prinzip fertig und können diese Summe ganz normal addieren. Das ist natürlich etwas mühsam und wir können uns das Rechnen sehr viel vereinfachen, indem wir diese Summe geschickt auftrennen, sortieren und ausklammern. Wir trennen mal diese Summe hier auf. Wir schauen uns die linke Seite an. Wir sehen, das ist 2 mal 4 plus 5 plus 6. Wir haben die 2 ausgeklammert. Da dieser Ausdruck 3 mal vorkommt, brauchen wir dieses hier nur mal 3 zu nehmen. Nun nehmen wir die rechte Hälfte unserer Summe. Wir sehen, das ist 3 mal 4 Quadrat, 5 Quadrat, 6 Quadrat. Können wir hier zusammenfassen und die 3 wieder ausklammern. Damit haben wir unsere Rechenarbeit sehr stark vereinfacht. Das Ergebnis ist 321. Es kann auch der Fall vorkommen, dass unser rechter Zählerindex nicht bis zu einer festen Zahl läuft, sondern bis zu einem Wert, der durch den linken Zähler vorgegeben ist. Hier steht am Anfang das i auf 4. Das heißt, in dem Moment, wo wir das j hier einsetzen, sind wir mit j schon am Anschlag angekommen. Als nächstes muss also i um 1 erhöht werden und j beginnt wieder bei 4, läuft bis 5. Nun muss i auf 6 gesetzt werden und j läuft jetzt von 4 bis 6. Dadurch entstehen solche Dreieckssummen, die wir ebenfalls wieder ausrechnen können. Apropos, kann eigentlich unser Taschenrechner solche Doppelsummen ausrechnen? Wir haben ja hier eine solche Summentaste. Erste Summe. Zweite Summe, es sieht nach einer Doppelsumme aus. Eine Variable eingeben und Grenzen und Test. Oh, geht nicht, er kann es nicht. Wenn wir nun sehr große Summen zu berechnen haben, hier mit 100 Termen, können wir uns also nicht mehr auf den Taschenrechner verlassen. Wir müssen hier selbst aktiv werden und uns ein geeignetes Verfahren überlegen. Wir versuchen also zunächst die rechte Teilsumme zu lösen. Anschließend werden wir sie über die linke Teilsumme summieren und werden uns dabei die Rechenregeln zunutze machen, die wir im Prinzip vorhin bei der Handrechnung schon ausprobiert haben. Wir haben nämlich gesehen, dass man eine solche Summe auftrennen kann in einen linken Teil und einen rechten Teil. Mit Summenzeichen geschrieben sieht das so aus. Hier das i summiert, hier das 2j summiert. Also Summen darf man auftrennen. Dann haben wir gesehen, dass man konstante Faktoren ausklammern kann. Hier heißt es, dass wir diese zwei einfach vor die
Summe multiplizieren dürfen. Nun haben wir hier eine einfache Summe über j stehen, für die es Lösungsformeln gibt. Die finden wir zum Beispiel in der Formelsammlung. Und zwar, wenn wir ein j summieren von 1 bis n, dann kann man das Ergebnis ausdrücken als n mal n plus 1 durch 2. Das n ist also die obere Grenze unseres Laufindex. In unserem Beispiel 10 ergibt es dann die Summe 55. Also wenn wir die Zahlen von 1 bis 10 addieren, so wie es hier steht, dann kommt einfach 55 raus. Wir setzen es hier ein, erhalten 110. Als nächstes betrachten wir die vordere Summe. Wir sehen, dass sie summiert wird über den Index j. In der Summe selbst steht aber gar kein j, sondern ein i². Dieses i hat überhaupt nichts mit diesem Zähler zu tun. Wir haben also einfach nur 10 mal i² dastehen. In solchen Fällen, wo ein beliebiger Ausdruck, der nur i enthält, über j summiert wird, gibt es einfach n Faktoren von diesem Ausdruck mit i. Also können wir für diese Summe schreiben, das ist 10 mal i². Als nächstes können wir diese Summe wieder auftrennen. Die Regel haben wir schon aufgeschrieben. Und den konstanten Faktor 10 habe ich wieder vor die Summe geschrieben. Nun haben wir hier wieder eine einfache Summe über i von i², für die es wieder eine Lösungsformel gibt. Nämlich, das ist dieser Ausdruck. Setzen für n gleich 10 ein und erhalten 385. Damit können wir diese und diese Summe leicht ausrechnen. Das ergibt also das Endergebnis 4950. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, man muss bei diesen Summen höllisch aufpassen, wie der Index genau lautet. Wenn in der Summe der gleiche Index vorkommt, der zum Zählen genutzt wird, müssen wir eine Lösungsformel verwenden. Hat der Index aber überhaupt nichts mit unserem Term in der Summe zu tun, dann ist es einfach nur ein Faktor n. Darauf muss man höllisch aufpassen. Machen wir noch ein zweites Beispiel. Hier haben wir jetzt eine Doppelsumme. Eine davon geht von 0 bis unendlich. Und unsere Indizes kommen nun im Exponenten vor. Das minus 1 hoch i ist nun ein Faktor, der wiederum mit j überhaupt nichts zu tun hat. Das ist also bei dieser Summation über j wie eine Konstante. Die können wir wieder vor die Klammer ziehen. Indexfremde Faktoren können wir ganz normal ausklammern, wie jede andere Konstante auch. Rechts haben wir nun eine einfache Zahl dastehen, hoch den Index j von 0 bis unendlich. Eine solche Reihe nennt man eine geometrische Reihe. Und wenn das q kleiner als 1 ist, das ist ja hier der Fall bei 2 Drittel, gibt es auch hierfür wieder eine Lösungsformel, 1 durch 1 minus q. Q ist in unserem Fall 2 Drittel, also ist das Ergebnis dieser Summe einfach 3. Ich habe diese Summe nun durch den Faktor 3 ersetzt. Und wenn wir diese Summe mal ausschreiben, dann sehen wir, hier haben wir ja, je nachdem ob i gerade oder ungerade ist, immer nur ein positives oder ein negatives Vorzeichen. Das heißt, wir erhalten folgende alternierende Reihe. Plus 3, minus 3, plus 3, minus 3. Wir können hier entsprechend klammern, sodass diese beiden Terme immer gegeneinander wegfallen und 0 ergeben. Und übrig bleibt nur der letzte Term für i gleich 10. Das ist eben eine plus 3. Alle anderen fallen weg, sodass wir diese alternierenden Terme streichen können. Und unser Endergebnis lautet 3. So, damit haben wir die wesentlichen Regeln für alle Fälle der Doppelsummen aufgestellt.